Osten. Sie gilt als eine der Musikikonen der 1970er und 80er Jahre. Bonnie Tyler hat gestern Abend in Purkersdorf bei einem Gratis-Open-Air-Konzert ihre größten Hits gesungen. Unter freiem Himmel vor tausenden Besuchern. Und auch auf Radio Niederösterreich war die Frau mit der unverwechselbaren Reibeisenstimme live zu hören. Ihre raue Stimme ist wohl ihr hervorstechendstes Markenzeichen. Die hat sie seit einer Stimmbandoperation. After the operation, you're not supposed to talk, you know. Nach der OP durfte ich nicht sprechen, aber ich konnte mich einfach nicht dran halten. Und dann ist meine Stimme noch viel heiserer geworden als zuvor, aber das ist nicht schlimm. Die Menschen in Purkersdorf lieben aber genau diese Besonderheit des Stars, der vor kurzem Geburtstag gefeiert hat. Ja, ich finde sie toll, dass sie mit ich glaube, sie ist 63 noch auf der Bühne steht. Genial. Und jetzt haben wir da und die Stimmung da ist ja immer gut. Wir fahren eigentlich schon jetzt das zweite Mal her. Ich finde es geil, die Stimme. Und so wie sie jetzt noch ausschaut, holla, wirklich, super. 7000 Menschen waren mit dabei und noch viel mehr haben das Konzert dank der Live-Übertragung auf Radio Niederösterreich miterleben können. Unsere Hörerinnen und Hörer, genauso wie unsere Fernsehzuschauer oder unsere Internet-User, haben sich verdient, dass wir uns anstrengen und genau das machen wir. Darum versuchen wir, solche großen Events, solche großen Live-Konzerte auch wirklich zu übertragen und daraus ein großes Ereignis zu machen. Und auch wer beim nächsten Purkersdorfer Open Air zu Gast sein wird, ist schon bekannt. Die amerikanische Soulband Kool & The Gang wird dem Hauptplatz im Juni 2015 einen Besuch abstatten. Und schon morgen wieder im ganzen Land auf Besuch ist die Sonne. Die Einzelheiten gibt's gleich im Niederösterreich-Wetter. Im Namen des gesamten Teams noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Stich fit mit dem ORF Niederösterreich und den besten Tipps. 12 Wochen. Ein Plan. Tauschen Sie Pestizide gegen Unkrautjäten. Bringen Sie Bewegung in Ihr Leben, zum Beispiel bei der Gartenarbeit. Für Ihr Wohlbefinden und Ihre Fitness. Schützen Sie die Natur, indem Sie selbst Hand anlegen. Gartenarbeit entspannt die Seele und aktiviert den Körper. Weitere Tipps hören Sie am Freitag nach 9 Uhr auf.